Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Adventkalender. Ich begrüße euch alle und freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten heute mit Wild Horses Valley. Ja, auch die haben einen Adventskalender. Und das schaue ich mir natürlich mit euch gemeinsam an. Aber zunächst einmal geht es natürlich immer um etwas, was ich euch vorab erzähle. Und zwar geht es da um ein Dezember-Spruch, Gedicht, wie auch immer, von Erich Kästner. Den habe ich nicht selber geschrieben, das muss man ja immer dann mit erwähnen. Das Jahr ward alt, hat dünnes Haar, ist gar nicht sehr gesund. Kennt seinen letzten Tag das Jahr, kennt gar die letzte Stund. Ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee. Weiß liegt die Welt wie hingeträumt, und Wehmut tut halt weh. Noch wächst der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht. Ist alles Wahn, hat alles Sinn, nützt nichts, wenn man's versteht. Und wieder stapft der Nikolaus durch jeden Kindertraum, und wieder blüht in jedem Haus der goldengrüne Baum. Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie hold Christbäume blühen, hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag, dann dröhnt das Erz und spricht: Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Damit starte ich auf jeden Fall einmal, ja, meinen Adventkalender. Ich hoffe, euch gefällt so etwas auf jeden Fall. Dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Gerne auch einen Kommentar. Ja, Wild Horses Valley hat auch einen Adventskalender und da möchte ich das natürlich mit euch einmal durchgehen. Stellen wir einmal auf Deutsch um, dann verstehen wir natürlich auch das Ganze etwas besser. Den Adventskalender finden Sie in den Handlungssträngen. Das zeige ich euch gleich, wo das ist. Jeden Tag 6 Uhr erscheint eine neue Adventgeschichte. Alle haben am Ende eine kleine Aufgabe und ein kleines Geschenk. Die letzte Geschichte wird ein großes Geschenk haben. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Advent-Storyline kann nur gestartet werden, wenn Sie sich derzeit in keiner anderen Storyline befinden. Die Handlungsstränge müssen in der richtigen Reihenfolge erstellt werden, um sie kostenlos zu erhalten. Sie müssen nicht am richtigen Tag abgeschlossen sein und können an jedem von Ihnen gewählten Tag bis zum 28. Juni um 6 Uhr gestartet werden. Aha, dann verschwinden alle. Stellen Sie sicher, dass Sie bis dahin für alle fertig haben. Okay, so lange Zeit haben wir. Okay, alles klar. Das Weihnachtsspecial geht übrigens bis zum 7. Januar, by the way. Die gesamte Handlung kann nach Erreichen des 24. Tages wiederholt werden. Die letzte Überraschung ist jedoch eine einmalige Überraschung. Dann gibt es spezielle Leads und Begleiter. Alle Weihnachts-Special-Lead-Stallion-Auftritte aus dem letzten Jahr werden während dieses Specials verfügbar sein. Und sie haben auch neue Freunde mitgebracht. Drei entzückende Herdenbegleiter mit Wintermotiven. Jeden Sonntag werden im Token Shop ein paar neue Lead Stallions und Herdenbegleiter erhältlich sein. Auch der Neujahrs-Lead Stallion aus dem letzten Jahr wird wieder in diesem Special auftreten. Alle von Ihnen können bis zum 7. Januar 2021 bis 6 Uhr morgens erworben werden. Hintergründe und Ereignisse. Einige der Wild Horses Valley Gebiete wurden mit Weihnachtsschmuck geschmückt. Oh mein Gott, da bin ich sehr gespannt drauf. Viele Lichter und Weihnachtsschmuck finden sich darin und manchmal sogar einige Rentiere. In den Events, wenn du auf Walk, Trot, Galopp drückst, findest du auch viele coole weihnachtliche Events, die dir ein kleines Geschenk machen. Aha. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Weihnachtsspecial. Psst, wir haben eine große Überraschung für Heiligabend. Ich kann auch nicht sagen, was es ist. Okay. Auf jeden Fall richtig toll. Und ich habe etwas gesehen. Ich muss auf jeden Fall. Ich möchte diese Eule. Da. Oh.
Ach, eine Schneeeule, meine Lieblingseule. Absolut. Also ich liebe Schneeeulen. Eulen allgemein, kleine Käuze, alles, was so in die Richtung geht. Adler und so weiter mag ich auch total gerne. Ich weiß nicht, was mir diese, ja, was mir die antun, aber es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Wenn ich die sehe, da, ich freue mich immer total. Und Schneeeulen, das sind echt meine Lieblingseulen. Und da ausgerechnet die gibt es jetzt im Spiel und ich habe doch nur 23 Token. Schnief, da muss ich unbedingt auf jeden Fall gucken, dass ich die bekomme, weil die ist ja echt süß. Naja, jetzt gehen wir mal, nachdem ich euch jetzt hier einen vorgeschnieft habe. So, jetzt müssen wir hier gucken, Handlungsstränge, ne? So, wo haben wir die denn? So, unter den Ranglisten. Also Storylines. So, das sind die Handlungsstränge. Und dann haben wir hier den Adventkalender. Dann mache ich das auch nochmal auf Deutsch. Jeden Tag wird eine neue Storyline verfügbar sein, von der jede bis zum 28. Dezember um 6 Uhr gestartet werden kann. Sie müssen sie nicht an einem Tag fertigstellen und die Geschichte muss nicht am richtigen Tag beginnen. Sie müssen in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Dann wählen wir das mal. So, was haben wir denn hier? Es ist ein neuer Tag und Sie stehen vor einer mysteriösen Tür. Was könnte dahinter warten? Bist du sicher, dass es ein lustiges kleines Abenteuer wird? Vielleicht sogar mit einer kleinen Belohnung am Ende? Aufgeregt treten Sie näher. Noch ein paar Schritte und Sie sind nah genug, um es zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tür öffnen. Öffne Tür. Oh, der ist ja süß. Auf der anderen Seite der Tür sehen Sie einen kleinen Welpen. Das ist immer, ne, typisch, irgendwie so quietsch, ah, egal. Es sieht sehr verloren aus. Oh, vorsichtig trittst du näher, um es nicht zu erschrecken und leise zu schnauben. Der Welpe sieht dich aufgeregt an. Endlich jemand, der ihnen helfen kann. Sie drehen sich um und weisen den Welpen an, ihnen zu folgen. Sie hatten früher auf der Wiese einige Fußabdrücke von Hunden und Wölfen gesehen, die wahrscheinlich von ihrer Mutter stammten. Sie beide gehen in die Richtung, in die sie sich erinnern, als sie eine Weile die Fußabdrücke gesehen haben. Und wirklich, dort sehen sie in der Ferne eine hundeförmige Figur. Sie hat dich auch gesehen und es rast schon auf dich zu. Die Mutter scheint sehr glücklich zu sein und wird sie sicherlich dafür belohnen, dass sie ihren Welpen zurückgebracht haben. Okay. Quest sei auf der Wiese. So, was haben wir denn hier? Geschenkbelohnung. Ah! Oh mein Gott, ist das schön. Das Bild ist so schön. Davon muss ich dringend mal einen Screenshot machen für mich. Oh, das ist so schön gezeichnet. Also muss man ja wirklich mal festhalten, ne? Schaut mal, die schwarze Katze, der Wolf, die Schneeeule, die Gans. Und dann haben wir hier ein Reh und der kleine süße Hund. Oh, das ist so schön. Ich liebe sowas. Ich mag sowas. Und ja, jetzt endlich. Ich habe gestern noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung gehabt, aber wenn ich sowas sehe, das ist für mich die Vorweihnachtszeit und die Vorfreude auf Weihnachten. So etwas Schönes. Geschenkbelohnung. Eine Wolfsklaue. Sie haben das kleine Geschenk vom Tier erhalten und machen einen kleinen Spaziergang zum Baum, den alle Tiere zu Weihnachten dekorieren. Bei ihrer Ankunft begrüßen sie alle Tiere. Du siehst dir den Baum an, sie sind schon weiter dekoriert als beim letzten Mal. Und absolut jeder ist hier, um zu helfen. Wie wundervoll. Genieße die Weihnachtszeit in Wild Horses Valley. Ja, das tue ich auf jeden Fall. Ach, wie schön. Na, seht ihr. Und das ist halt eben dann jetzt das erste Türchen. Morgen öffnet sich dann das zweite. Ich werde euch bis zum 6. wahrscheinlich immer erst abends oder zumindest bis zum 5. immer abends erst das Türchen öffnen können. Habt da bitte Verständnis für, weil ich das wirklich neu für euch aufnehme. Ich möchte ja das halt eben so live wie möglich in Anführungszeichen mit euch machen, weil ich das Türchen echt dann mit euch zusammen aufmachen möchte. Und ja, ab dem 7. habe ich dann eine Woche Urlaub, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, ich werde dann auch mal so ein bisschen diesen Vorspann aufnehmen. Dann passt das natürlich auch ganz gut.
Entdeckt mit mir zusammen weitere Türchen. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Und dann begleite ich euch sehr, sehr gerne bis Heiligabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet was Wunderschönes in eurem ersten Türchen. Bleibt gesund und munter und dann sage ich bis morgen.